du so einen dicken Kopf? Ich bin in einer ganz, ganz komischen Phase im Moment. Kennst du diese Phase zwischen Schule und Rente? Vom Drängst du total, total unangenehmer Moment. Zwischen Schule und Rente? Ja. Ich bin total fix und fertig gerade. Warum? Was hast du denn für ein Problem? Naja, Scheißzeit eigentlich. Ach so. Hm. Aber du bist doch bald durch, oder? Ich bin bald durch. Hau mal nicht immer mit Faust hier auf den Tisch, das macht immer Dabong. Hast du recht, habe ich gerade gesagt, ne? Verdammt. Hallo Borkheide, hallo Welt. Da sind wir wieder, die zwei Quatschköpfe aus Borkheide. Einmal der Matze und hier. Und Lutze, der immer ordentliche Sachen sagt. Und was sagt uns das? Es ist Montag. Genau, Montag wie immer. Bombenwetter draußen. Bisschen schwül, warm, aber super, super. Hat gestern geregnet. Hast du das mitgekriegt? Ja, natürlich. Drei Tropfen. Hm? Eins in Borkweide, eins in Altborg und ein Tropfen hier in Borkheide. Ich glaube, hier waren sogar zwei. Zwei? Ja. Na. Warum sitzen wir eigentlich immer noch drin bei dem schönen Wetter? Wir haben noch nicht eine Ausnahme gemacht. Weil es gestern Nachmittag plötzlich um dieselbe Zeit geregnet hat. Und wir grüßen von hier aus heute den angekommenen Sommer. Der ist ja nicht in ganz Deutschland angekommen. Es gibt ja Teile, die ja arg mit Regen und Gewitter gestraft sind. Aber da lassen wir uns mal nicht abschrecken von. Wir wohnen hier in Borkheide, das hat doch einen Grund. Ja. Ja, weil hier nicht der Weltuntergang herrscht. Jo, und dann? Außerdem Hautkrebsprävention, wir können doch nicht in die Sonne gehen, das ist viel zu gefährlich. Genau. Und da muss ich mal nochmal hier zum Straßenverkehr, wollte ich mal was loswerden. Habt ihr mitgekriegt, ja? Also jetzt geht die Umleitung nach Beelitz hier durch Borkheide, die Umleitung nach Golzow geht hier durch Borkheide mittlerweile. Und ich habe, böse Zungen haben behauptet, dass die chinesische Seidenstraße auch durch Borkheide gehen soll. Bist du Schlüsselkind oder was? Da wird doch bald der Dampfer hier durchfahren mit den großen Containern, ne? Schlüsselkind. Ich hatte so, ich hing so nach vorne. Ja, merkt man aber, dass hier wesentlich mehr Verkehr ist und hier drosselt wird das immer noch nicht. Können Sie ruhig mal öfter kontrollieren, wenn man sich das hier so anguckt. Du musst doch bloß draußen eine Bude aufbauen, Freibier schreibst du rein. Ja, was meinst du, wie die alle bremsen? Du musst aber sehen, dass ich schon ein bisschen älter bin. Ich brauche ein bisschen, bis ich über die Straße komme. Bürgersteig gibt's hier nicht. Freibier? Freibier. Dann halten die freiwillig. Freibier. Hm? Hm. Und wer bezahlt? Hast du dich beschwert? Hm. Die dürfen ja nicht, die sind ja Autofahrer. Jo, also wie gesagt, Verkehr. Verkehrter Verkehr. Die ganzen Umleitungen gehen hier durch Borkheide. Eigentlich ist das ja krank. Die Ameisen auch, die ganzen Ameisen. Kein Flüsterasphalt, aber Verkehr. Und dann machen sie überall Flüsterasphalt und dann machen sie den Verkehr weg. Was machst denn du hier? Du randalierst hier nur rum. Mal ein bisschen Platz machen auf deinem Tisch. Ich sitze heute irgendwie anders. Feuerwehr, es hat gebrannt. Ach, das kommt am Ende vom Film. Ach so. Wir haben ja schon die letztens schon zweimal berichtet über die Ausbildung der Feuerwehrleute, 7 neue Feuerwehrleute. Hm. Hast du gezählt mit Fingern oder vielleicht waren es auch nur 6? Ja, keine Ahnung mehr. Aber ihr seht es ja gleich im Film. Lass mal den Film einfach reden, weil ich habe ja schon genug. Und du auch. So. Film ab. Huhu, hier wieder aus der Feuerwehr. Wir haben ja letztens schon zweimal berichtet über die Ausbildung unserer Nachwuchsfeuerwehrleute. Heute ist der 5.6. Und was kann uns der Danny Hatscher, stellvertretender Amtsverführer, darüber heute berichten? Ja, also auch von meiner Seite schönen guten Tag hier nach Borkheide. Ja, also ich muss sagen, die Prüfung ist hier wirklich super gelaufen. Wir hatten hier Unterstützung vom Kreisausbilder, von dem Kollegen oder von dem Kameraden Thorsten Gensicke. Wir haben hier 7 junge Kameraden, die hier heute ihre Prüfung durchgeführt haben, haben alle auch bestanden. Also wir haben jetzt hier 7 neue Einsatzkräfte, die wir hier in Borkheide begrüßen dürfen. Und man muss immer wieder sagen, wie wichtig doch die Arbeit in der Jugendfeuerwehr ist. Denn auch den Großteil dieser Kameraden hier, die hier heute ihre Prüfung absolviert haben, kommen aus der Jugendarbeit. Unter anderem mein Sohn, auch hier an der Stelle herzlichen Glückwunsch. Auch schon seit 10 Jahren ungefähr in der Jugendfeuerwehr und auch die ganzen Ausbildungsschritte über die Jahre mitgemacht und gelernt. Und ich kann nur sagen, tolle Jugendarbeit, tolle Unterstützung seitens des Amtes. Herzlichen Dank dafür. Und immer wieder der Aufruf, die Jugendfeuerwehr sucht Nachwuchs. Wir haben ja, wie gesagt, schon zweimal berichtet und es ist wirklich ein tolles Aufgabenspektrum, was man hier erleben kann. Und auch die Ausbildung Richtung Feuerwehrmann ist auch durchaus interessant. Ja, absolut. Gerade die technische Vielfalt, die wir doch in der Feuerwehr hier haben und das Einsatzspektrum wird auch immer größer. Von daher möchte ich hier auch nochmal wärmen. Wer da Interesse hat, der möge sich das hier sehr gerne angucken, die Arbeit innerhalb der Feuerwehr, oder kann auch seine Kinder hier sehr gerne zur Jugendfeuerwehr schicken. Den neuen Kameraden wünsche ich natürlich allseits immer eine sehr gute
Einsatz fahrt und dass sie auch immer gesund wieder nach Hause kommen. Und ich glaube, heute hat man hier sehr eindrucksvoll gesehen, wie wichtig Feuerwehr ist. Denn bei Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses ging auch hier der Funkmeldeempfänger. Und hier in Burkheide war ein Waldbrand zu verzeichnen von einer Fläche von ungefähr 100 Quadratmeter. Also wir konnten den Einsatz zum Glück relativ schnell abarbeiten. Aber da sieht man doch, wie wichtig die Arbeit in der Freiwilligen Feuerwehr ist. Genau, denn das ist der zweite Versuch eines Interviews. Den ersten mussten wir quasi vor Beginn abbrechen. Ja, so schnell geht's. Das war's von hier aus. Tschüss und nochmal herzlichen Glückwunsch an alle neuen Feuerwehrleute. Tschüss. Und stopp. Hätte er nicht jetzt von alleine gestoppt, ne? Nee, hätte nicht von alleine, hätte weitergemacht. Aber ja, so schnell geht das, ne? Und ja, hier übrigens Waldbrandgefahr. Ich weiß ja nicht, wer da schon wieder im Wald gezündelt hat. So ganz von alleine, glaube ich, ist das nicht passiert. Nee, und es waren auch keine Flaschen kaputte. Und mir den Drehbeginn verhageln damit. Weil nämlich Flaschen, so wie ich gehört habe, nicht dafür sorgen, dass der Wald anfängt zu brennen. Sind es nicht, definitiv nicht. Nee, schafft man nicht. Also keine Glasscherben oder dergleichen mehr. Ich glaube auch nicht, dass Leute aus Potsdam herkommen und hier einen Waldbrand legen. Gut, man weiß es nicht. Aber also. Eins habe ich noch. Ich war am Samstag im Waldbad. Mhm. Ich auch. Aber nicht zum Baden. Nee. Du warst eingeladen zum Mithelfen. Mhm. Ja, aber Waldbad ist natürlich ein für uns vom Vorstand ein sehr lästiges Thema im Moment, da diese Eindämmungsverordnung oder sagen wir mal so, die Landesregierung stellt sich wieder in die Sonne und sagt, die Bäder dürfen öffnen, hurra, und schreiben eine Eindämmungsverordnung, wo die, wie nennt man das, die Verantwortung dem Betreiber komplett übergeholfen wird. Das heißt, man muss Kontakte aufschreiben, man muss Daten nachhalten, Namen, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Man muss die Daten datenschutzgerecht verwahren. Man muss sie nach einer gewissen Zeit entsorgen. Man muss dazu aufpassen, dass mit den Daten nichts passiert. Und es gibt Strafen von bis zu 10.000 Euro, wenn was passiert. Also, selbst wenn wir jetzt Personal hätten, würden wir als Waldbadvorstand die Verantwortung an dieses Personal abgeben. Wem wollen wir das überhelfen? Können wir nicht tun. Also wir haben immer einen Rettungsschwimmer vor Ort, im Normalfall. Und die Vorstandsmitglieder gehen zum Glück arbeiten größtenteils. Das heißt, wir haben auch nicht jemanden, den wir von früh um 7 bis abends 20.30 Uhr an Eingang setzen können, der dann bei heißem Sommerwetter von Leuten überrannt wird, so nach dem Motto, was wollen Sie hier von mir? Mhm. Es ist nicht leistbar unter diesen Voraussetzungen. Das war im letzten Jahr im Juni schon so. Und dann wurde es im Juli dann langsam fallen gelassen, dass die Verantwortung wieder zu den Badegästen übergeht, dass jeder für sich verantwortlich ist und nicht der Betreiber. Also unmögliche Regeln. Telefonnummer 0331 9660. Ihr könnt euch gerne am Landtag Brandenburg beschweren. Ruft einfach an. Uns steht da halt so, weil wir wieder die Leidtragenden sind von solchen sinnlosen Eindämmungsverordnungen, die hier nichts mehr mit der Realität zu tun haben. Genau. Das heißt, es sieht also so aus, dass jetzt grundsätzlich das Waldbad, also die Leute dort schon Gewehr bei Fuß stehen, sobald die Haftung nicht mehr ans Waldbad direkt geht. Wenn die Haftung geändert wird und die Leute selber für ihr Verhalten... Seit einem Jahr reden sie über die Corona-App, über digitale Sachen, über Multimedia. Nee, Multimedia nicht, sondern Kontaktverfolgung, Corona-App, Luca-App, tralala. Mhm. Ich muss nur sagen, es kommt nichts. Nichts, was man hier verwerten kann. Und selbst wenn es eine App gäbe, Luca oder Corona, es gibt immer noch Rentner, die ein Tastentelefon haben, oder Kinder mit 8 Jahren, wo die Eltern denen auch kein Telefon mitgeben. Ja, ist auch gern verpflichtet, diese App sich auf sein Handy zu spielen. Ich frage mal bitte, wo bleibt denn hier mal eine praktikable Lösung? Ich meine, gut, städtische Bäder, die haben wahrscheinlich Personal irgendwo dahinterhand, die können da Leute hinsetzen. Vielleicht neu gegründete Vereine, die haben vielleicht auch noch motivierte Leute da. Aber die Menge hier oder die Zeit, die wir abdecken müssen, ich weiß nicht, also kriegt da langsam, mir fehlt das Verständnis für die ganze Sache, was da gerade passiert. Bei einer Inzidenz hier bei uns, die kaum noch sichtbar ist im Amtsbereich. Genau. Wie viele Infizierte haben wir? Ich weiß es gar nicht mehr. Letztens waren es 3 und das bei ungefähr bei 11.000 Einwohnern. Ja, ich weiß nicht, wir sind Außenveranstaltungen im Bad. Naja, aber du darfst halt bis zu 500 Leute Großveranstaltungen machen, ungefähr. Aber diese Organisation ist halt unmöglich bei 500. Schreib mal 500 Leute auf, verwarte ich. Ich könnte mich jetzt noch eine halbe Stunde lang aufregen. Ja, richtig, dich nicht auf. Oder Richtung Kurzanzeigen. Ja, genau. Das also, bringt uns, glaube ich, allen nichts. Und warum war am Sonntag Betrieb im Waldbad? Manch einer wird sich gefragt haben, standen Autos vor der Tür? Und Krach war. Wenn wir schon nicht öffnen dürfen, wir hatten schon eine längere Anfrage, eine Fernsehproduktionsfirma, Storyhouse, muss ich mal nachgucken, aus Berlin, war im Waldbad am Wochenende und hat für die für das ZDF, für die, Storyhouse Production GmbH aus Berlin,
hat für das ZDF gedreht einen Teil der Serie ZDF Zeit, die am 20. Juli um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird. Dort ging es um das Verhalten von Sonnenschutzsprays und dieser Bestandteile in diesen Sprays oder Sonnenschutzcreme und dem Verhalten im Wasser und nach dem Wasser. Das heißt, da waren ein paar Probanden, die waren halt eingesprüht etc. Und dann wurde so ein bisschen ein Film drumherum gedreht. Aber ach so, so ein Drehtag in 40 Sekunden hätten wir hier ganz kurz als Video. Nicht, ne? Das ging so rucki zucki, ging das durch, aber es ging trotzdem von um 9 bis 16.30 Uhr. Siehst du mal, wie schnell wir sind? Ja, ne? Geht ja alles ein bisschen schneller. Mhm. Und nein, aber waren ganz nette Leute davor. Die machen 40 Sekunden für einen ganzen Tag drehen. Ich mach das. Die machen 30 draus. Mhm. Ja, und das war schon längere Zeit angemeldet und ging natürlich auch nur unter der Option, dass unser Bad geschlossen war, weil jeder, der reinkam, übrigens auch ich musste meinen ersten Corona-Test über mich ergehen lassen, damit ich ins Waldbad rein durfte. Und? Bist du positiver oder negativer Mensch? Na, erst dachte ich, sie krabbeln mir das linke Auge raus und danach musste ich den ganzen Tag niesen, weil alles rechts gekrabbelt hat. Aber ich glaube, das war der Kieferpollen, der da noch dazu kam. Bist du jetzt negativer oder positiver Mensch? Ich bin positiv-negativ. Okay. Das haben wir gerade so die Kurve gekriegt. Jo, und viel mehr haben wir natürlich heute auch wieder nicht. Noch nicht. Gegenüber sonst warst du schon. Obwohl, ich habe schon zu tun, ja, ein bisschen. Wir kriegen jetzt schon ein bisschen auf. Jetzt kommen wir mal noch zum Wetter. Bleibt uns das Wetter erhalten? Das darf uns ja Matze verraten. Soll ich nochmal die Nummer vom Landtag sagen? 9660 in Brandenburg, in Potsdam. 9660. Ja, die findet man, kann man sich googeln. Ruft an, fragt, wann das mit der Eindämmungsverordnung geändert wird. So, regnet, schneit's. Es hat geregnet, gestern Nachmittag. Tatsächlich. Habe ich gesehen. Ein paar Tropfen sind runtergekommen. Mhm. Und aber ansonsten, wir haben fast die ganze Woche über 25 Grad tagsüber. Es geht wieder Richtung Wochenende. Naja, der Freitag hat so ein bisschen rumgemuckert. Nee, das war die Woche drauf. Aber diese Woche eigentlich nicht. Schön, es bleibt schön warm. Sommerliche Temperaturen. Vielleicht schafft es das Wochenende nur auf 24 Grad. Aber eigentlich reichen ja 20, 21 schon, dass es einem gut geht. Draußen, es gibt am Mittwochnacht noch mal so einen kleinen Knick auf 12 Grad und dann Freitag. Oh, Freitag ist eine schöne Nacht mit bis zu Donnerstag, Freitag. 15, 16, 17 Grad nachts. Und dann wird es wieder Winter. Und dann wird es in ein paar Monaten wieder Winter. Da hast du wohl recht. Okay. Gut, sind wir heute durch, wa? Für heute. Gucken wir, was nächsten Montag angeht. 0331 9660. Nee, das hat mit dem Wetter nichts zu tun, Matze. Du bringst ja was durcheinander. Okay, das war's heute, wie immer hier bei Borkheide News TV, der 03, Matze und Lutze, der, oh, der ist... Was macht der Pförtner eigentlich, wenn dann den ganzen Tag Leute anrufen? Ist durch, der ist komplett durch, der ist komplett durch. Immer zu tief eingebohrt mit dem Ding, schon ist vorbei mit dir. Hier war's da. Tschüss. So, bis hier oben, da oben kann das Spiel raus.